Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde, heute zeige ich euch wieder ein neues Gebäude aus Saffi Town. Ich war wieder fleißig am Craften und habe mir wieder ein neues Gebäude in meine Stadt gesetzt. Und ja, ich möchte euch mal zeigen, wie das jetzt geworden ist. Und ja, diesmal hatte ich keine Vorlage für das Projekt. Ich habe einfach mal so wild drauf losgebaut und es liegt zentral in meiner City. Ja, wir wollen klotzen und nicht kleckern. Wir stratzen mal auch direkt in das Gebäude rein und ich zeige euch, wie ich die Innenausstattung gemacht habe. Ein Wohnzimmer ohne Riesenfernseher gibt es nicht und ja, darf natürlich auch in so einem Luxusgebäude nicht fehlen, deshalb hängt er auch hier an der Wand. Und natürlich hier ein kleiner Arbeitsbereich mit Laptop und Maus. Finde ich einfach cool. Passt einfach gut hier rein, ne? Wohnzimmer, Arbeitsbereich, geiles Ding. Und natürlich einen mega geilen Ausblick. Ich liebe diesen Ausblick, wenn man sich irgendwo hinstellt in so einem modernen Gebäude und rausguckt und so einen riesigen Wolkenkratzer sieht mit diesen ganzen Lichtern und den Shader. Geil, ich liebe es wirklich. Es sieht so cool aus. Einfach genial. Jetzt sind wir auch schon im Schlafzimmer gelandet. Hier ist natürlich nicht so viel drin. Ein kleines Regal, ein Bett und natürlich ein Schrank. Mehr braucht man eigentlich nicht für Schlafzimmer, aber es ist gemütlich und ich habe hier auch eine wunderschöne Glasfront verbaut mit Eis. Jetzt zeige ich euch das Badezimmer. Ist auch klein und fein, aber alles da, was man braucht. Eine kleine Dusche, WC und ein Waschbecken. Ich finde, es ist ganz nett geworden. Den Eingangsbereich habe ich, wie ihr seht, etwas großzügiger gestaltet. Ich fand das ganz nett, wenn man reinkommt, dass es alles ein bisschen größer wirkt. Ein paar Säulen links und rechts. Ich finde, das sieht irgendwie nett aus. So, und jetzt entführe ich euch in die Garage. Ja, und wie sollte es anders sein? Es ist ein Mini Cooper. Was sollte auch sonst hier drinnen verbaut sein? Ich liebe diesen kleinen Wagen in Minecraft. Das sieht irgendwie so cool aus, dieser kleine Stadtflitzer. Ich finde, der passt hier super rein. So, die untere Etage haben wir fertig. Jetzt gehen wir natürlich direkt eine Etage höher. Und was hat jetzt noch gefehlt? Ganz genau, die Küche, das Herzstück der Wohnung. Und nee, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich eine Frau bin und gerne koche. Ich glaube, wir alle essen sehr gerne. Aber das ist noch gar nicht alles. Hier oben befinden sich noch zwei kleine Highlights, und zwar noch eine kleine Außenterrasse und natürlich der große Pool. Ihr kennt das ja sicherlich bereits von mir. Kein Gebäude in Saffi Town ohne Pool. Diesmal ein Dachpool. Und jetzt mal ehrlich, Leute, das kann doch keiner mehr toppen. So eine coole Shader-Mod zusammen mit einem Minecraft-Gebäude im modernen Stil. Das sieht doch sowas von genial aus. Ich liebe es wirklich. Ich liebe diesen modernen Baustil und ich liebe Shader in Minecraft. Das hat so überhaupt gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Minecraft zu tun. Es ist einfach nur genial. So, jetzt haben wir aber genug geplanscht. Jetzt will ich euch noch einmal das Gebäude von außen zeigen und ja, nochmal so ein bisschen drumherum fliegen, damit ihr wirklich auch das Gebäude mal von allen Seiten her begutachten könnt. Denn von außen habe ich es euch ja noch gar nicht richtig gezeigt. Für den Bau habe ich hauptsächlich drei unterschiedliche Materialien verwendet. Einmal Stone, dann natürlich Quarz, das darf natürlich nicht fehlen, und natürlich Stone Bricks. Hier im Garten habe ich auch noch eine kleine Sitzecke verbaut. Ich finde, das sieht ganz gemütlich aus und passt zu diesem modernen Stil. Zusammen mit einem kleinen Sonnenschirm mit rangebaut an den Tisch, finde ich irgendwie stylisch. Wie baut ihr so eine coolen Stühle? Ganz einfach, ihr braucht zwei Barriereblöcke, die ihr übereinander stapelt, ein Slabstone und ein Banner. Den Banner klickt ihr an die oberste Barriere und schon habt ihr einen fertigen Stuhl. Jetzt sind wir fast komplett rum, aber es sind natürlich noch viele kleine Details, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, wie jetzt zum Beispiel hier dieser kleine Wasserfall. Ich finde, der passt hier super in den Eingangsbereich und ist ein absoluter Eyecatcher. Und wie ihr seht, habe ich auch noch mal kleine Extra-Dekorationen rangemacht mit ein paar Planks. Ich finde, das Holzdesign passt ganz gut zu diesem modernen Stein-Look. So ein bisschen was Warmes, Braunes sieht doch immer ganz nett aus dabei. Ja,
und das war es jetzt schon wieder mit dem neuen Gebäude aus Safitown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal.